Hallo Freunde, willkommen bei Meister der Erfindungen. Heute geht's mit einer solchen Spritze los. Außerdem brauchen wir ein Erfrischungsgetränk deiner Wahl. Genieße es noch schnell, bevor wir anfangen. Säge den oberen Teil der Flasche ab, so wie du es bei mir im Video sehen kannst. Schneide dann Unregelmäßigkeiten am Rand mit einer Schere ab. Klebe den Teil, den wir gerade abgesägt haben, mit Heißkleber an der Spritze fest. Diese drehbare Eigenschaft dieses Deckels wird uns noch sehr nützlich sein, du wirst schon sehen. Lege das Teil beiseite und hole dir eine weitere Spritze. Trage Heißkleber auf und befestige sie an der Seite der ersten Spritze. Hole dir einen Motor und befestige ihn am Deckel. Auf diese Weise kann unsere Erfindung in verschiedene Richtungen zeigen. Besorge dir verzinkten Draht aus dem nächsten Baumarkt und schneide ein Stück mit dieser Spezialzange ab. Biege den Draht in der Mitte und quetsche ihn mit einer Zange. Biege die Enden des Drahtes mit der gleichen Zange, um diese kleinen Beine oder Antennen zu formen. Stecke die Drahtbeine an den Seiten des Motors fest und befestige sie großzügig mit reichlich Heißkleber. Du weißt, dass Eisstäbchen das beliebteste Material für Erfindungen in diesem Kanal sind. Zusätzlich zum Eisstäbchen brauchen wir diesen kleinen Motor. Du fragst dich wahrscheinlich, hey Meister, warum brauchen wir zwei Motoren? Und ich werde antworten, Geduld, junger Padawan, alles wird zu gegebener Zeit enthüllt werden. Mit einem Bohrer bohren wir ein Loch in das eine Ende des Eisstäbchens, in das wir den Zapfen des zweiten Motors stecken werden. Durchbohre das andere Ende und stecke einen Nagel hindurch. Klebe den Nagel mit Heißkleber fest. Befestige ihn gut, indem du ihn nach unten ziehst. Auf diese Weise dichten wir ihn perfekt ab. Füge vorsichtshalber unten mehr Kleber hinzu, damit er sich so wenig wie möglich bewegt. Jetzt haben wir eine schöne Kurbelbewegung. Trage Kleber auf die zweite Spritze auf und befestige das neue Drehsystem, indem du darauf achtest, dass der Nagel zwischen den verzinkten Draht passt. Nun verwenden wir einen Teil des Kartons, um die Basis der gesamten Erfindung zusammenzusetzen. Mit einem scharfen Teppichmesser mache die entsprechenden Schnitte. Befestige die gesamte Struktur mit ein wenig Heißkleber in der Mitte des frisch geschnittenen Pappquadrats. Nimm zwei schwere Gegenstände und platziere sie in den Ecken und suche nach einem Bleistift, den du nicht mehr brauchst, weil er mit dem Teppichmesser bis zur Mitte geschnitzt wird. Wusstest du, dass Graphit ein hervorragender Leiter für Elektrizität ist? Aus demselben Grund wurde vor ein paar Jahren darüber gesprochen, verschiedene Geräte auf der Grundlage von Graphen zu entwickeln, wie zum Beispiel dünnere und flexiblere Handys. Nachdem du die Verbindungen mit dem Graphit hergestellt hast, verbinde einen schwarzen Draht mit einem Ende der Büroklammer. Schneide ein Stück Isolierband ab, um die Verbindung zwischen dem Kabel und der Klammer zu schützen. Trage mehr Heißkleber auf das Stück Graphit auf und bedecke das andere Ende mit Isolierband. Vergiss nicht, das überstehende Stück abzuschneiden. Hole einen runden Holzstab und messe mit einem Lineal etwa 3,2 cm ab. Gib Heißkleber auf die Enden des Stäbchens und befestige den Bleistift. Klebe anschließend das Ganze auf die Pappunterlage. Um dem Ganzen ein wenig mehr Stabilität zu verleihen, fügen wir diese beiden Stückchen Eisstiele auf jeder Seite hinzu. Befestige dann die Büroklammer und das Kabel daran. Verbinde das Kabel mit dem unteren Motorstecker und das andere an den oberen Motor, so wie du es bei mir im Video sehen kannst. Füge ein kleines Stück zusätzliches schwarzes Kabel hinzu. Es ist Zeit für die Batterie. Befestige sie mit Superkleber an der Spritze. Nimm einen Propeller von einem Spielzeugflugzeug und verbinde ihn mit dem Drehpunkt des oberen Motors. Sobald wir die Büroklammer bewegen, wird unser schöner Ventilator anfangen, sich zu drehen. Und wenn wir ihn näher an das gegenüberliegende Ende bringen, wird er anfangen zu oszillieren. Ich habe dir gerade hunderte von Euro für die Klimaanlage gespart. Ich verdiene zumindest ein Gefällt mir, oder? Schau dir an, wie er dank seines Rotationssystems den gesamten Bereich problemlos abkühlt. Die zweite Erfindung wird zu 70% aus diesem Heißklebespender bestehen. Mit einem dieser großartigen Schweizer Taschenmesser werden alle Schrauben, die das Gerät in einem Stück halten, entfernt.
Das wird eine Weile dauern, aber um dich nicht zu langweilen, habe ich diese neuen Übergänge eingefügt. Ziemlich cool, oder? Entferne die Abdeckung und lege das gesamte Innere frei. Entferne das Abzugssystem, damit du den Rest entfernen kannst. Bringe den Abzug wieder an. Hole dir ein solch komisches Teil, das ich immer noch für einen Energietransformator halte. Kann mir jemand sagen, was das ist? Wir brauchen auch einige Drähte mit einer Klammer, um die Verbindungen herzustellen, die dieser Erfindung Leben einhauchen werden. Verbinde das schwarze Kabel mit dem roten Schalter und befestige ihn mit Isolierband. Der grüne Draht sollte ebenfalls mit dem Schalter verbunden und mit Klebeband umwickelt werden. Also nicht einfach liegen lassen. Nachdem du die Drähte an der hölzernen Wäscheklammer befestigt hast, schließe die Batterie an den Druckknopf an. Drücke den Knopf, um die Magie der Wissenschaft zu beobachten. Nimm zwei Nägel aus rostfreiem Stahl und befestige sie mit Isolierband an den Enden der Drähte. Schneide die Zapfen im Inneren des Heißklebespenders mit einer Zange ab und platziere das gesamte Abwehrsystem darin. Zuerst kleben wir den Schalter direkt neben den drückbaren Abzug. Dann tragen wir Kleber auf den Konverter auf. Damit die Nägel mit etwas Abstand fest an ihrem Platz bleiben, kleben wir ein kleines Stück von dem Holzstab mit Superkleber zwischen den beiden Nägeln fest. Schraube anschließend alles wieder zusammen. Bist du bereit, dein eigenes Alien-Energiesprühgerät zu besitzen? Wäre es nicht eine gute Idee, diese zur Selbstverteidigung zu nutzen? Oder es könnte auch als Ersatz für eine Taschenlampe dienen? Sogar zum Anzünden deines Gaskochers? Die Möglichkeiten sind endlos. Aber ich werde jetzt erstmal Kaffee machen. Möchtest du welchen? Die letzte Erfindung ist ein Spielzeug, das mich an meine Kindheit erinnert. Benutze reichlich Heißkleber, um die Enden von zwei Eisstäbchen in genau dieser Position zu verbinden. Besorge in der Zwischenzeit einen Spielzeugmotor für unser neues Spielzeug. Schneide ein Stück schwarzen Draht ab und schäle mit der gleichen Schere beide Enden ab, um die Litzen freizulegen. Verbinde eines der Enden mit einem der dünnen Stifte am Motor und suche nach unseren bewährten Schnappkabeln. Verbinde den roten Draht des Schnappers fest mit dem anderen Stift und besorge dir einen Schalter. Verbinde das andere Ende des einzelnen schwarzen Kabels mit einem der Stifte und das schwarze Kabel des Schnappers mit dem verbleibenden Stift. Ein wenig Isolierband kann diesen empfindlichen Motoranschlüssen nicht schaden. Ich verwende allerdings lieber Thermoplast. Es ist entspannend zu sehen, wie es sich zusammenzieht. Aber da ich kein Geld habe, um es zu kaufen, werden wir weiterhin Klebeband verwenden. Vergiss nicht, den Überschuss aus ästhetischen Gründen abzuschneiden. Wiederhole diesen Schritt auf der anderen Seite und unser alltäglicher Stromkreis ist fast fertig. Jetzt ist es an der Zeit für unseren Superkleber. Trage den Kleber auf die kürzeren Seiten auf, um sie zwischen den beiden Eisstäbchen zu befestigen, die wir am Anfang geklebt haben. Gib noch ein bisschen mehr Kleber auf die Oberseite der Struktur, um ein Kreuz aus Eisstäbchen zu machen. Ich wette, du hast die Form unserer genialen Erfindung schon erraten. Richtig, es ist ein elektronisches Spielzeugflugzeug. Schneide ein Eisstäbchen schräg ab und klebe es so fest, wie du es bei mir im Video sehen kannst. Es wird als Querruder für unser zukünftiges Militärflugzeug dienen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in meinem früheren Leben ein Spielzeugmacher war. Glaubt ihr an Reinkarnation? Meine Familie sagt, dass ich wahrscheinlich ein Schwarzbär war, weil ich wie einer schnarche. Schneide zwei weitere Eisstäbchen zu. Sobald wir diese beiden Stücke haben, tragen wir Heißkleber auf den Rand jedes Stücks auf und kleben sie an den Seiten fest. Allein dafür würdest du schon eine 1 bekommen, aber da wir uns immer gerne von der Masse abheben, fügen wir noch weitere Elemente hinzu, die das Ganze nach echter aerodynamischer Qualitätsarbeit aussehen lassen. Füge Holzstützen zwischen den beiden Flügeln hinzu und befestige sie mit Heißkleber. Wiederhole diesen Schritt auf beiden Seiten. In der Zwischenzeit lasst uns reden. Bist du bereit für den Frühling? Für mich ist es eine meiner Lieblingsjahreszeiten. Man kann unendlich viel Eis essen, es wird angenehm warm. Und verrate mir in den Kommentaren, was deine Lieblingsjahreszeit ist und warum. Oh ja, wie schön! Aber es fehlen noch ein paar weitere wichtige Teile. Wir brauchen ein paar Räder, um das Landungssystem zu bauen. Klaue sie von einem Polizeiauto. Wir brauchen nur zwei, also werden sie nichts dagegen haben. Schneide den Holzspieß zu und stelle mit einem Teppichmesser sicher, dass die Räder darauf passen. Beginne mit dem Zusammenbau der Teile.
Nimm eine Wäscheklammer und befestige sie so an dem Flugzeug, wie du es bei mir im Video sehen kannst. Wenn der zukünftige Propeller funktionieren soll, brauchen wir eine der 9-Volt-Batterien, die wir so lieben. Klebe sie auf die Unterseite des Flugzeugs und befestige den Schnapper an der Batterie. Nimm einen Propeller und befestige ihn an der Motorhalterung. Jetzt ist es praktisch flugbereit. Aber wie jedes gute Spielzeug braucht es unsere Hilfe, damit es noch besser wird. Schneide ein Stück dicke Schnur ab und klebe sie an das Ende eines Flügels. Verwende das gleiche Stück Schnur, um ein zweites Stück abzumessen, das wir auf die gegenüberliegende Seite kleben werden. Und klebe noch ein Stück Schnur fest. Nimm alle drei Fäden und verbinde sie mit viel Heißkleber. Ich weiß nämlich nicht, wie ich einen Knoten machen soll. Ich bin ein miserabler Pfadfinder. Befestige dein neues Spielzeug einfach am Deckenventilator oder an einer anderen hohen Stelle und beobachte, wie es sich dreht und dreht und dreht. Ja, das ist alles. Mehr kann unser Flugzeug nicht. Was hast du erwartet, was es kann? Lenkraketen starten? Ich meine, ich könnte, aber nein, ich sollte jetzt lieber leise sein. Das waren die Erfindungen von heute. Schaut euch meinen Kanal an, wenn ihr lernen wollt, wie man weitere erstaunliche und einfache Erfindungen umsetzen kann. Außerdem gibt es hier wie immer 2 Videos über weitere tolle Erfindungen. Und hier kannst du meinen Kanal abonnieren, damit du keins meiner Videos verpasst. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Tutorial dabei wart und bis zum nächsten Mal.